normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Das muss wohl Meister Dennett sein. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Sprecht mit dem Meister, wenn ihr hier etwas zu erledigen habt. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich hab gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet irgendein Adeliger aus den Freien Marschen sein würde. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imin 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser in ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden.
Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gern. Was? Nein, ich hab nichts gegen Freimarscher. Beim Erbauer. Ich hatte sogar Verwandte, die nach Kirkwall geflohen sind, als die letzte Verderbnis dieses Land in Stücke gerissen hat. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger feräldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie Reißaus. Diese Bestien allerdings... Sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Wir unterhalten uns später. Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Lebt wohl. Whoa!
nichts zu berichten, Sir.